hier. Fände ich irgendwie mal interessanter, weil ich glaube, dann ist das Spiel auch ein bisschen fordernder. Weil ich habe früher immer alles gelevelt wie die Sau. Ey, da hinten ist ja noch was. Da wollen wir auch noch hin. Wir gucken, was da hinten ist. Oder was sagst du? Jetzt sag auch mal dazu. Sicher. Ich fand es nur gerade sehr lustig, dass du hast treffen lassen. Das ist überhaupt nicht lustig. Was findest du daran lustig? Ahaha, aber von einem... Schadenfreude. Du musst doch wissen, dass ich sehr schadenfroh bin, oder? So. Ja, doch. Ja. Sehr sogar. So. Gott, ey, die treffen dich ja sogar noch, selbst wenn du die angreifst. Hauen sie dir trotzdem eine rein. Ja, das war gerade schlau. Wie komme ich denn jetzt dahin da oben, wo wir da gerade waren? Da war doch was. Da kam nicht viel dahin. Hier. Ja. Denkst du? Aber nicht, dass du wieder lügst. Du lügst ja gar nicht. Wieso lügst du nicht? Wieso wieder? Du bist eine Frau, du musst lügen. Hä? Und alle Damen, die das jetzt gehört haben, die dürfen jetzt ziemlich stinksauer auf ihn sein. Sind sie aber trotzdem nicht. Ziemlich stinkendes Gewitter, wie Furz und Nonsens und... Sind sie aber trotzdem nicht, weil sie mich verstehen. So einen kleinen Psychopathen wie dich muss man verstehen. Guck mal, du magst... Wobei, nein, warte, ich bin der Psychopath. Ja, siehst du, magst mich ja trotzdem noch, obwohl ich sowas sage. Also, kannst du gar nicht rausreden. So, gut, das haben wir gemacht. Das war jetzt nur wegen dieser Cure-Formel, die irgendwie völlig sinnfrei ist eigentlich. Und ich wo kriegen wir denn eigentlich mal so ein bisschen Heilungszeug gekauft? Weiß ich gar nicht. Irgendwo gab es so einen. Hier verkauft einer, glaube ich, aber nur alchemistische Zutaten, ne? Müssen wir gucken. Ja. Ja. Aber hier ist es sau teuer, weil es im Dorf ist und im Dorf ist immer sehr teuer, weil hier bist du ja sicher und da ist ja billig einfach Zeit zu kaufen. Wenn du irgendwo im Gelände einkaufst, bist du immer günstiger dran. So. Hört. Mhm. Und hier? Nein, du nicht. Auf jeden Fall ist das auch so ein Typ. Die rennt noch mit ihrem Obst auf dem Kopf. Ja, das ist aber ein Typ, der mit Obst auf dem Kopf rumläuft, das weiß ich. Außerdem ist das so ein Typ, oder? Nein, das war eine Frau. Das ist doch keine Frau. Das ist eine Frau, Mann. So ein Typ, der hat doch gar keine Titten. Siehst du die Nippel nicht? Also ich finde, das sieht aus. Wo willst du eigentlich die Titten sehen bei einem Pixelhaufen, Mann? Ja, aber so ein bisschen kann man das schon deutlich machen. Spiel Pokémon, ey. Nee, das ist der Typ, wo man schlafen kann. Schlafen. Schlafen brauchen wir nicht. Wir steigen so oft Level, da brauchen wir sowas nicht. Ja, ihr seid sehr müde aus. Geht doch nebenan schlafen. Nee, brauchen wir nicht. Schlafen ist was. Mario. Moni, ja genau. Sie nennen mich Moni. Genau, schreibt ihr doch einfach alle mal Moni auf den Kanal. Das wird doch mal voll gut. Nein, hör auf. Zu spät. So, bei Items. Dann können wir uns noch mal ein bisschen was einkaufen. Paddle. Die sind sogar sau billig. Hundekuchen. Richtig. Oh, die sind nicht so billig. Egal. Und mal ein von Pixie Dust nehme ich einmal mit. Die sind nämlich sehr, sehr praktisch. So, was ist das? Das kann ich mir gut vorstellen, dass das so ist, Monsieur. Ja, nee, hier war nicht, jetzt geht's nicht raus, sondern rechts. Lenkst du überhaupt noch selber oder rennst du einfach hinterher? So, haben wir noch Wachs? Ich lenk noch. Okay. Aber ich renn dir trotzdem hinterher. Ah ja, ich weiß ja ein bisschen, wie das hier abgeht. So. Oh, die sehen etwas anders aus. Die sehen aus wie stärkere. Ja, Menschen. Und die sind auch, machen auch anderen Abfuck. Also, unterschätze sie nicht. Lass dich niemals von diesen Viechern treffen. Das war gut. Okay. Oh, jetzt können wir direkt Paddles, die wir gerade gekauft haben. Na, klasse. So, und? Das ist überaus frustrierend, dass wir jetzt hier von einem starken Gegner zum nächsten. Das ist so zum Kotzen, ey. Unten lang gehen? Ich glaube, erstmal unten lang gehen, oder? Gehen wir unten lang. Wir werden das schon hinbekommen. Oh, na? Und Platsch. Found some clay, okay? Naja, scheiß drauf, die Viecher. Nerven aber. So, ne? Oh, komm mal, bitte hilf mir! Das meine ich. Die machen hier nämlich noch anderen Abfuck mit dir. Siehst du? Ist jeder mal drauf eingefallen. Den habe ich jetzt nicht mitbekommen. So. Boah, wie ätzend, ey. Aha, die sind schon ziemlich nervige Motherfucker, ey. Ja, ich habe Motherfucker gesagt, ihr dürft mich dissen. Hä? Ach, ja, genau. Wow. Dann wollte ich vor dem weglaufen und renne fast in den nächsten rein. Was? Wieso laufe ich nach links auf einmal? Ich habe das doch gar nicht gedrückt. Habe ich das gedrückt und das nicht gemerkt? Hä? Was? Wie? Okay, gut. So. An dem macht man auch fast keinen Schaden, kann das sein? Keine Ahnung. So, jetzt sind wir wieder am Anfang, ne? Ja, okay. Ja, wir sind im Kreis gelaufen. Wir sind so immer, Mann. Macht nichts. Hauptsache, wir laufen alles ab hier, dass wir wirklich nichts vergessen. Boah. Komm, schlag. Schlag, du ekelhafte Drecksau.
Ah, sehr gut. Guck mal, wie stark du bist hier. Ja, ich weiß, was? Hier so Herkules, nur ein weiblich. Hast du aufgeladen oder was? Oh. Ja. Das war nicht gut. Oh, das war gut. Ich bin Herkuline, ach du Scheiße. Ich glaube, ich muss mal so ein Paddel nehmen hier. Zack. Ja, nun spinn mal nicht rum hier. So. Was? Ja, wer, wo, was? Na, du natürlich. Hoko Anna an. Ja, Bodenbums. Ich verkaufe und verkaufe die beste Rüstung des Landes. Willst du was holen? So, das habe ich schon gefunden, das habe ich auch schon gefunden. Das habe ich noch nicht. Ja, gib her den Scheiß. Dann kauf es dir mal. Ja, warum nicht? So. Wachs und was hast du hier noch? Nochmal Wachs, okay. Wir einfach die ganzen Sachen klauen können. Ja, klar. Die Leute sagen nichts, ne? Nö. Oh, viel stärker ist aber auch nicht die alte Drecksrüstung hier. Und das war's hier? Oh, da ist noch was. Oh. Oder? Hat jemand was versteckt oder was, der Ekelhafte? Aha, ein paar Wurzeln zum Wichsen, hä? So. Oder einfach nur zum Rauchen, Mann. Ah. Wenn man nichts anderes hat, ne? Irgendwie hat er gerade voll rumgespastet. Das hat mich erwischt. Das hat gerade ein bisschen rumgespastet, ne? Ja, hab's auch mitgekriegt. Solange uns wieder synchronisiert, ist mir das egal. Hauptsache, wir können synchron spielen. Das ist so wunderbar. Das ist wunderschön. Guck mal, wir kommen nicht rein. Das ist voll doof. So. Warum? Was brauchen wir dafür? Es sieht aus, als würden wir einen Zauberspruch dafür brauchen. Also ein Alchemiespruch, aber... Kannst du es ja mal testen. Das ist ja nur... ja, aber ich glaube nichts von dem, was wir gerade haben. Oder sagen wir einfach, ich weiß, dass es nichts von dem ist, was wir gerade haben, okay? So. So. Hey. Ah, jetzt kommt das hier. Ah, gut, wir kriegen gleich unseren Zauberspruch. Oh, sind das Spinnen oder was für Dinger? Die sind im Prinzip das gleiche Bewegungsmuster wie diese, die Flamingos im Prinzip. Die sind trotzdem voll hässlich. Es sind, ja, es sind Spinnen. Aber Spinnen findest du doch süß. Ich dachte, du magst Spinnen. Du weißt ganz genau, dass ich... Oh, ich bin vergiftet. Ach stimmt, du hast ja auch Spinnen und vor allem hast du ja Schlangen. Nein, Schlangen mag ich. Aber ich hasse Insekten. Ey, aber jetzt könnte ich mal den Heilzauber benutzen. Ja, das wäre zum Beispiel mal etwas. Könnte ich mal hier was zeigen, was ich drauf habe hier. Bevor mir der Köder verreckt noch. So, und ich bin Level 9. Ah, die Nerven. Geht so. Die sind schneller. Ja, schneller sind sie definitiv. Ansonsten haben sie das gleiche übrigens. Du musst ja dieser Angriff so von wegen hochhüpfen und bla. Aha. Weil die hauen immer ab, sobald sie gesprungen sind. Das stimmt auch. Also doch nicht dasselbe. Weißt du? Ich glaube, die sind einfach nur schneller und rennen einfach nur quer durch die Gegend. Und das ist einfach nur Zufall. Du bist vergiftet. Vor allem, das ist total sinnfrei, das Ding zu leveln, weißt du? Weil, bringt halt nichts. Mm, da hast du recht. So, und jetzt kommt mal ein kleiner Zwischenboss. Der ist aber eigentlich okay. Okay. Hey, hier kommt niemand rein, hier, Alter! Wenn du hier zum Bodenland willst, also zum Knochenland, dann musst du dich dazu bereit machen mit den Mammoths hier, also das sind wir. Ne, hier, dich zu treffen und so, ne? Also da, und das sind wir hier und wir hauen euch aufs Maul. Guck mal, Mama. Und mein Cousin. Wie Miss? Wollt ihr mich verarschen? Wie Miss? Oh. Nicht verheiratet oder was? Ja, die Viecher sind nicht verheiratet anscheinend. Wie wir gerade festgestellt haben. Oh. Ja. Das war voll die coole Idee, dass ich das sage. So, oh, 10 Schaden. Ja, die Echse macht 10 Schaden. Die rennt nur rum. Ich bin hier gerade am Abnippeln. Was? Ach so. Ja, soll ich auf Hundekuchen warten oder ich heilen? Oh, warten auf. Weil, ich wollte es nur mal schon mal anmerken, ne? Ja, kein Ding. Bloß für dich habe ich, wie gesagt... Boah, die haben ja gerade 22 reingezimmert. Ja, wie gesagt, für dich habe ich halt immer noch bessere Heilung. Also extra Heilung, weißt du? Da muss ich nicht die anfassen, weil, wie gesagt, wenn immer meiner Kelle stirbt, dann ist halt vorbei. Und wenn deiner stirbt, ist halt nicht schlimm. So, aber meinen muss ich jetzt auf jeden Fall machen. Heißt also, keiner wird mich vermissen, sobald ich abnippe. Nee, aber wenn du stirbst, kann ich dich wiederbeleben. Wenn ich sterbe, ist vorbei das Spiel. Das ist das Problem. Was nicht... Ah. Hm. Ja, ich bin gestorben. Du bist gestorben. Also... Eingeschlafen. Eingeschlafen. Die Echsen haben mich eingeschläfert. Was soll denn das hier? Abgenippelt, verreckt, totgekloppt. Bounce. Ha! Tot. Übrigens werden das später Standardgegner noch sein. Oh ja, aber jetzt sind wir noch nicht
war nicht stark genug. Also für die als Standardgegner, meine ich. Naja, geht ja eigentlich. Aber klar, sind schon ein bisschen nervig. Nervig ist gar kein Ausdruck für das, was sie sind. Naja, so schlimm sind sie nur echt nicht. Also ich hab die jetzt nie wirklich als anstrengend empfunden. Es dauert halt nur ein bisschen. So. Ja, das ist der Chef. Da kommt der Chef. Hallo Papa. Ich hab jetzt was mal. So. Schlag mal auf. Das kannst du machen. Okay, noch. Nur dass ich mir den Pimmel da. Wenn ich noch einen Treffer abbekomme, sollte ich unbedingt Heilung machen. Hör auf wegzulaufen, du Spaten. Aber der macht im Prinzip dasselbe, kann nur mehr ab. Und teilt wahrscheinlich ein bisschen mehr aus. Ein bisschen wahrscheinlich. Ha! Oh! Ja, diese Attacke ist nervig, weil sie sehr schnell ist und man ziemlich schwierig ausweichen kann. Wenn man nicht darauf vorbereitet ist halt und man ist es normalerweise nicht. Aber da sie nicht sonderlich Reichweite hat, trifft sie einen trotzdem halt auf. Meistens nicht so oft so, also bla. Ich rede schon wieder viel zu viel dummes Zeug und hinterfrage das Spiel, was eigentlich völlig sinnfrei ist, weil es einfach keine Sau interessiert. Ist mir egal, ich rede trotzdem so weiter und... Möglich! Und wenn ich das jetzt... Du! Afterhöhlenforscher, ey! Verrecke! In diesem Sinne würde ich sagen, machen wir einen Poll. Wollt ihr so eine Anekdoten von mir hören, hier so eine Sachen, dann schreibt, Moni in den Kanal von Tonnen oder... Nein! Wenn nicht, dann schreibt ihr einfach, Mona in den Kanal von... Dann haben wir die Abstimmung, ich zähle das dann nach. So, ach ja, wir haben gleich die nächste Waffe gefunden. Ja, gerade wo ich am Anfang bin, hier diese Waffe mal ein bisschen zu leveln. Nein, da drüben ist noch was zu finden. Ich frage mich, ob dieses Tor zum Vulkan führt. Na, Digga, was geht? Danke, dass du gegen diese feindseligen Vipers gekämpft hast. Sie behandeln den Mammutfriedhof. Ach stimmt, ja. Oh ja, toll, jetzt ist es weg. Ich hatte von dem was gekriegt, toll. Sie haben den Mammutfriedhof behandelt, als wäre... also haben ihn dazu benutzt, um für sie halt Knochen und Zähne zu sammeln und so. Und was, das waren diese, also diese Vipers. Ja, naja, es sind so eine Echsenähnlichen Leute, die von dem großen Vulkan sind und so. Und naja, und sie kommen halt so ein bisschen raus zur Zeit und machen ein bisschen Stress hier auf dem Friedhof und machen ein bisschen rum mit den ganzen Mammutknochen und so. Naja, und wenn wir zur Mitte des Vulkans kommen sollen, sollten wir sie stoppen, bevor sie noch mehr Stress machen. Warum seid ihr überhaupt, wollt ihr überhaupt dahin gehen? Das ist gefährlich da. Naja, Feuerauge sagte uns, dass der Vulkan abkühlt und naja, Feuerauge, oh, sag nicht mehr. Wenn du ein Freund von Feuerauge bist, dann kann ich weiß, dass ich dir trauen kann. Naja, du wirst die Möglichkeit finden, die Vipers, Gegend da, das Gebiet von den Vipers zu betreten. Im ganz hohen Norden von Vulkan. Im Norden. Naja, I'll let you go through the gate. Ich werde euch durch das Tor lassen, ne? Tolle Satzstellung. Ja. So, jetzt geben wir noch einen Zauberspruch. Should I heal you once? Ja, danke bitte. Ja, wenn du später geheilt werden wolltest, hier, nimm mal die Heilformel. Dankeschön. Und alles, was du brauchst, ist Wasser und ein paar Wurzeln. Ah, okay, dann kannst du das Ding machen. Okay, wunderbar. Dachte ich mir schon. Aber lass uns mal eine kleine Pause machen. Wir machen jetzt mal eine kleine Pause. Und ihr könnt auch gerne... Ich sag euch jetzt einfach mal, woran es liegt. Sie möchte gerne eine rauchen. Sie macht das nicht gerne in den Videos, weil ihr dann immer alle Leute sagen, oh, du darfst doch nicht rauchen und so. Und das könnt ihr jetzt machen. Tschüss. Ja, wir sind fertig und machen weiter. Tschüss. So. Yay. Und jetzt können wir endlich heilen. Er raucht übrigens auch mit, ich bin nicht schuldig. Nö, ich bin unschuldig. Naja, 15 heilen. Also unschuldig würde ich dich nicht nennen, tut mir leid. Kann ich über dich nicht behaupten. Aber, aua, verdammt. Aua, scheiße. Ich habe aber 15 mal heilen da, also 15 mal kann ich heilen. Und jetzt haben wir auch so eine kleine Raptoren hier. Die sind übrigens stärker als die vom Anfang, logischerweise. Ich meine, die werden jetzt wahrscheinlich auch Kinderfasching für uns. Oh, wie diese Wichser einfach uns einfach immer nur anlaufen und dann weglaufen. Aber die können sich wenigstens nicht verstecken, die Wichsviecher. Hm. Ah, so, gut. Hässliche Drecksdinger, ey. Ah, und die machen auch von dem... Oh, er hat mich gefressen. Ich hab ihn nicht gesehen. Ich hab dich gerettet. So, ja. Kann Danke, ich fühle mich geehrt von dir.